Es gibt keine Notwendigkeit für die Sorge. Es gibt keine Gründe für schlaflose Nächte. Es gibt keine akzeptierte und akzeptierbare Überzeugung, an der Angst festzuhalten, sie nicht aus sich herauszulassen, sich mit ihr nicht zu verabschieden für immer. Die Welt ist gerettet durch die Liebe, durch die Geduld der Treuen, der Gläubigen, in Wahrheit und im Geiste, nicht nach dem Buchstaben und dem Gesetz, nicht nach den toten Werken, ohne Glaube, mit Erwartungen an diese Welt. Die Welt ist gerettet durch das Blut und den Schweiß deren, die im Christusgeist die Last auf sich genommen haben, mit ihm getragen haben in Jahrhunderten, Jahrtausenden und Baum des Lebens geworden sind, ein Teil davon, ihn so mit gepflanzt und mit ihm zusammen in ihn das Leben erschaffen, im Baum des Lebens, in der neuen Welt. Dieser Baum wird viele Früchte geben, für die, die auf der Suche sind, für Reisende, für die Pilgrime, für Wanderer, für Engel und Dämonen, Menschen und Personen, für Völker und Nationen, Gemeinden und Familien. Für dich und für mich wird es viele Früchte geben, im Baume des Lebens, füreinander, vorbereitet, mit Liebe erschaffen. Das, was wir in der inneren Welt aufgebaut haben, in Jahrhunderte menschlicher Zeit gemessen, die relativ ist, und somit Wunder erschaffen, die für eine Ewigkeit lang, um sie zu genießen, mit Freude miteinander zu teilen. Die neue Welt ist gerettet. Die alte Welt wurde nicht gerettet. Die alte Welt ist dabei zu sterben. Die Frage ist, auf welchem Wege stehst du, in welche Richtung bewegst du dich? Mit dem alten Weg, mit der alten Welt zum Sterben, auf dem Weg zum Sterben, oder auf dem neuen Weg, dem himmlischen Weg, zu der neuen Welt, der himmlischen Welt, hier auf Erden, die da ist. Das kann ich dir sagen. Das kann ich dir zeigen und leben. Das kann ich dir vom Herzen zum Herzen bringen. Mit dem Gefühl kann ich es dir fühlen. Und in der Wahrheit steht dir. Und der Geist Christi, der himmlische Vater, wird sein Wort dazu geben und es beleben und es so machen, wie es recht ist. Die himmlische Welt ist da auch für dich. Die alte Welt wird sterben wie Äste und Blätter, die keine Früchte bringen und nicht mehr versorgt werden vom Stamm des Lebens, das aus dem Dunkeln das Sterbende nimmt und es wieder ins Leben führt. Freiwillig, im Kreislauf der Natur, des Lebens, des Lichtes, des Wassers, der Elemente, in der Einheit und im Bewusstsein zum Leben. In der Entscheidung, ein Teil des Lebens zu sein und nicht des Todes. Diese Welt ist da. Und somit kann man sich froh fühlen und es auch ausleben, beginnen, es zu lernen, wie in der Kindheit. Ein Kind zu sein, neu ein Kind zu sein und sich neu zu erschaffen, sich neu zu finden und in sich neu das entdecken, was da ist. In Jahrhunderte, Jahrtausende, Reinkarnationszeiten, die wir hinter uns haben, viele von uns, haben wir nun die Möglichkeit, das Beste daraus zu machen, die Früchte zu bringen, die Zeit der fruchtbaren Segnung ist angebrochen, auch für diese Welt. Der Kontakt mit Außerirdischen, mit Brüdern und Schwestern von überall, vom Leben im Kosmos, wieder angeschlossen zu sein ans Leben. Nicht nur die Krümel vom Tisch, die wir bekommen und das, was wir sehen und glauben finden, sondern ein Kontakt im Herzen. Hier drin. Und auch hier.
in und aus, außen von uns, wir innen so außen. Die Zeit ist auch für uns da, dass wir aus dem Schlaf erwachen und das Leben in uns lassen oder aus uns lassen, damit wir ein Teil des Lebens werden und gefüllt mit der Liebe, geführt mit dem Geist Christi, der die Welt erlöst hat, mit der Liebe, nicht mit dem Gesetz, nicht mit den Werken, nicht mit den Traditionen, nicht in der Vergangenheit und nicht mit der Zukunft, sondern mit dem Hier und Jetzt, im Augenblick, gefüllt mit der Liebe und Dankbarkeit, ohne Angst und ohne Furcht, mit einem Segen für alle, in erster Linie für sich selbst und mit einer Verbindung mit dem himmlischen Vater, im Einklang mit der Natur, Mutter Erde, Gaia, die jetzt erwacht und in die 7. Dimension wechselt. Bist du dabei oder wirst du aussortiert, wie Spreu vom Weizen getrennt, durch die Quarantäne des Coronavirus, des Coronavirus, der in uns alle im Bewusstsein den Teufel reingelassen hat und das Sterben in uns gelassen hat, an den wir geglaubt haben, Engel des Todes ihm gedient haben. Die Zeiten der neuen Welt werden abgeschafft, es wird das Leben existieren, Zeitlosigkeit, wo sich Kinder wohlfühlen und Erwachsene das Kindsein wieder lernen können. In der Praxis. Sei dabei.